kein Diminuendo hier. Ne? Bis zum Schluss gerade durchhalten und... Fangen nochmal an. Und zwar beginnen wir bei Takt 5. Bitte einmal nur die Streicher. Die längeren Töne, also die punktierten Viertel, sehr weich und sehr ja. Ba, ba, ba. Die Achtel so, als ob sie alle ein Forzato hätten. Dann wäre so, als ob das so ein unregelmäßiger, ängstlicher Herzschlag wäre. Das darf wirklich überhaupt keinen Akzent haben. Das ist von. Und jedes Mal. Jetzt sehr ganz weich. Ja, Griffbrett, an Griffbrett alles jetzt. Und das ganz, ganz leise unter. Hier, aufpimmen. Dankeschön. Okay. Den Anfang nochmal bitte, alle. Aufpassen, dass wir gleich zusammen aufhören und wirklich bis zum Schluss die Energie richtig sparen, damit wir bis zum Schluss da noch Kraft haben. Nochmal. Wenigstens hier. Zweite Geige. Ja. 27. Und 76 so. Das Diminuendo und diese die haben, ihr habt ja alle so eine halbe Note, ne? Bei 76. Ja, die kann man ruhig kürzen. Also so nur ein Impuls. Also wenn die Bässe reinkommen in diesem, weißt du, wo ich meine? Dort hat man dieses Draufgängerische und bisher hat man noch diese Filigranfarbe. Dann wirkt es natürlich auch viel mehr, als wenn wir davor ein Crescendo machen. So, dann direkt Molto Allegro. Und Eva? Ja. Ich vermisse ein bisschen im Takt 62 oder 63 dieses schöne Gis.
Ja, ein bisschen mehr. Das ist so, richtig so, dass das Kontakt mit Celine, dass ja quasi das Thema quasi zu euch klar. So, dieselbe Stelle. Genau. Könnt ihr einmal das spielen, diese Achtel? Weil das ist schon ein wichtiges. Es ist gut, dass der Thomas das angesprochen hat. Super. Also ist England, das sind Gäse. Nur das. Nur das. Das ist ein bisschen langsam erstmal. Und. Ja, okay. Ja. Es kann noch kürzer sein. Das ist sozusagen die andere Seite des Begehrens. Hier die weichere und hier die drängende. Ja, ja, das ist es. Gekauft, das ist es. 157, ja? B-Dur, B-Dur. Und zwar direkt hier 260. 260.
Yeah.